Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Seven Days to Die. Seven Days to Die. Enter the world. Also, ab geht's. Genau, wir hauen auch direkt raus und gucken. Boah, ich bin auf dem Dach. Schön. Was ist das denn hier? Sieht interessant aus. Oh, Scrap Metal. Schön. Können wir bestimmt gebrauchen. Das Üble ist, dass Zombies auch tagsüber da sind. Hier ist ein Vogelnest und hier ist ein Air Conditioner. Metal Pipe. Bird Nest. Haben wir ein Ei und zwei Federn. Ne, mehr Federn sogar. Alter Verwalter, haben wir Kisten eigentlich oder sowas? Im Haus, ne? Sehen, ob ich das Vogelnest hier zerstören kann und woanders hinsetzen kann. Aber scheinbar nicht. Das wäre lustig, wenn das mit Taschen geht. Ich kümmere mich mal gerade irgendwie so um die Zombies, die hier überall rumstehen. Ja, ein bisschen, ne? Ich hör's. Oh, ich habe immer noch Lecks. Aber sowas von gerade. Boah, so viele Zombies hier, oder was? Ja, richtig. Ist schon... Ja, das ist mir ein bisschen laggy gerade. Ich drehe dann lieber die Grafik noch ein bisschen runter. Ja. Ich mache kurz eine Aufnahmepause, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Ja. Richtig. Und weiter geht's. Hoffen wir mal, dass es jetzt weniger laggt. Ja, wie man wahrscheinlich sieht, habe ich die Aufnahmequalität ein bisschen runtergedreht. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht es an sieht man's Fraps auch nicht. Liegt. Ja, sollte jetzt nur 720p sein. Sollte ja auch für die meisten genügen. So haben wir unsere Minecraft-Let's Plays auch aufgenommen. Und die Grafik ist ja nicht gerade hier die Oberhammer-Mega-Grafik. Also von ja, daher ist schon ganz okay, ne? Also wenn man das mal mit ja. Minecraft vergleicht, ist ja, schon natürlich. ganz nett eigentlich. Ach, guck mal, da ist eine Tür. Oder ich habe unten hab ich komplett zugemacht, damit die Zombies nicht treffen. Ach, du hast zugemacht einfach, okay. Ja. Ich dachte, das wäre eine Tür. Schade. Nein, nein. Okay. Ja, wir könnten uns mal eine Tür bauen eigentlich, ne? Ja, aber so, wir dann haben nämlich ein bisschen Holz. Ja, Moment. Habe ich nicht mehr. Sehr gut. Ich ruppe einfach unten was vom Fußboden raus. Nee, einfach hier die Bäume fällen. Oder so. Was soll denn der Geiz? So, ich gucke jetzt mal, ob man diese Tasche irgendwie... Ja, die Tasche kann man kaputt machen, aber sie liegt hier auch nirgendwo mehr, leider. Schade. Da ist noch ein Buch. Kann man das lesen? Keine Ahnung. Irgendwie nicht. Schade. Wäre aber cool gewesen, wenn da was drin gestanden hätte. Ach, warte, guck mal hier. Hä? Was denn? Wo ist das Buch? Ach, da. Jetzt hab ich verstanden, wie du siehst, was du damit bauen kannst. Was, mit dem Buch? Ja. Mit dem Buch Sachen bauen. Ja. Jetzt. Ach nee, warte, nee, oben steht einfach nur Bone Shift, Iron Ingot, Paper, Au. Reinforced. Ach, das sind okay. Die Sachen, die ich generell bauen kann, wa? Ja. Scrap Metal. Was ist denn, wenn ich das in die vier Sachen lege? Was kommt denn dabei raus? Reinforced Metal Siding. Okay. Ich mach mal ein. Vier, besser gesagt. So. Paper. Wenn ich das Papier da reinlege, dann nichts. Bone Shift. Bone Shift? Bone Shift. Hä? Keine Ahnung. Ach, guck mal, Bone Shift. Ein angespitzter Knochen. Ja. Geil. Paper kann ich bestimmt daraus machen, oder? Ne, warte mal, Moment. Ah, wenn ich das Buch da reinlege, okay. Dann kann ich 20 Papier machen. Also der sagt mir nicht, was ich da reinlegen soll, aber sagt mir, dass ich da was reinlegen kann, um das zu bauen. Okay. Und für Scrap Metal kann ich vier Sachen, wahrscheinlich die vier, ne? Nein.
Egal. Macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt ist nur die Frage. Ja. Ich muss mal gerade gucken, wie ich an das Sperrholz komme. Du musst, glaube ich, nur ein Holz reinlegen. Also wir haben uns ein bisschen im Wiki ausgetobt. Und so ein bisschen geschaut, wie man Sachen baut. Oben auf dem Dach habe ich eine Klimaanlage gesehen. Gibt es hier eine Möglichkeit, Strom zu haben oder so? Weil hier sind auch Lampen, ne? Okay. Ja, das sieht zumindest aus wie eine Lampe. Aber es erinnert doch sehr an Minecraft, wenn ich mir hier so die Holzstruktur angucke und so. Ja, ein bisschen. Natürlich viel bessere Oberflächen und so, aber wir verschwenden übrigens gerade schon wieder den ganzen Tag, ne? Ja, ich kann auch irgendwie das nicht bauen. Ja, Moment. Ich fäll dann auch mal ein Holz, wa? Ein Baum. Achso, du fällst mal Holz. Okay, genau. Ja. Holz mal Fell. Fäll mal Holz. Holz mal. Fäll mal Holz! Beruhig fäll dich! Fäll mal Bäume! So! was hab ich denn hier? Hast du eine Tür gebaut, oder? Nein, guck an. Ja, Moment, an. Ich fälle noch. Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Alter! Ach so! Ach schön! Guck mal hier, guck mal hinter dich, guck mal hinter dich. Ach, eine Taschenlampe! Ja! Schön! Boah, die muss man alle einzeln aufsammeln, ne? Ja, das ist halt so ein bisschen hängen. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt brauchen wir nur noch diese Woodplanks. Wie hast denn du die eben gemacht? Ja, einfach nur Holz reingepackt halt. So, das heißt, so, pass auf. Log Cabin Wood. Ne, das brauchen wir ja, oder? Wir brauchen diese Woodplanks. Ja, irgendwie. Wo ist denn mein Holz da? So, so. Da ist Old Wood. Das wäre Log Cabin Wood. Ne, wir wollen Old Wood bestimmt. Zack. Ja, und Sperrholz brauchen wir. Old Plywood. Plywood. 384. Was? Old Wood Door. Da, da. Ich hab die Tür. Du musst nämlich nicht dieses Scrapwood machen, sondern das ganz normale Holz, wo du nur ein Holz reinpackst. Ach, das Old Wood. Genau. Und das, daraus kannst du dann Old Scrapwood machen und daraus dann die Tür. Ja. Es laggt schon wieder. Aber mein Rechner macht auch gerade irgendwas. Meine Festplatte rotiert. Es klappt ja wieder bestens hier. Ja. So, die Tür packen wir uns mal hier rein. Und dann... die ist nur einen Block hoch, ne? Nee. Ja, wunderbar. E to open door. Geil. Nee, das ist eine richtige zwei hohe Tür. Wunderbar. Ja. Du hast übrigens was auf den Boden gelegt. Was ich mir direkt mal angezogen habe. Ich hab was auf den Boden gelegt. Oh, nee. Lol. Ah, ich hab die Dingens rausgeschmissen, ne? Ach, 376 ist scheinbar maximal Stack. Okay. Ich hab 376 von diesen Holzplanken. Hier liegen die übrigens deine. Ah. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine Tür. Das ist gut. Das Blöde ist nur, ja, was wir ja eben mitbekommen haben, diese Tür bringt uns gar nichts, weil diese Drecksviecher auch einfach mal alles kaputt hauen, ja, um hier reinzukommen. Wir brauchen Schlafsäcke. Die machen wir uns dafür auch. Dafür brauchen wir aber Fragmente hier, Stofffragmente. Ja, Stofffragmente habe ich zwei. Drei. Ja. Wie viele brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einen bräuchte ich. Pro Schlafsack. Ja. Ah, dann gehe ich mal ein bisschen jagen. Moment mal kurz. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause, weil mein Rechner ruckelt. Echt? Ja, es tut mir schrecklich leid. Wir sehen uns gleich. Ja, willkommen zurück. Ja, mal wieder zurück. Mal wieder zurück. Ja, ich hatte wirklich Probleme mit der Aufnahme und ich habe auch rausgefunden, woran es lag. Wie man sieht, läuft sie jetzt wieder flüssig. Es lag daran, dass meine Festplatte voll war. Weil die ersten Aufnahmen, die wir gemacht haben von der Folge, von der ersten Folge, das waren mal eben über 60 GB. Dadurch, dass wir in Full HD aufgenommen haben. Und das waren so die letzten Gigabytes, die noch so ziemlich frei waren auf meiner Festplatte. Und du kannst mir übrigens mal eine Waffe geben, ja, wenn ich dich sehe, wie du da deine MG durchswitcht und so. Die machen nämlich hier schon was kaputt, ne? Hier die Tür. Da, die Tür. Ja. Dann geh hier von der Tür weg, Mann. Anstatt mir meine Waffe hier hinzuschmeißen oder so, dass ich aufballern kann. Ich hab keine.
Ich werde geschissen. Bah, rausgetappt! Nein! Also, was ist denn drin? Ja, schön, schön, schön. Ja, sehr schön. Und da bin ich tot. Oh, ich habe aber auch eine Waffe in die Dings, in die Kiste gelegt. Ach, ah, da, ja, gut, dass du mir das sagst. Was? Oh. Ja, unser Spawn scheint jetzt hier zu sein. Warum auch immer. Aber es ist eigentlich nicht schlecht, weil dann brauchen wir hier kein Bett aufstellen. Nur schlecht ist halt, ach, guck mal, eine Shotgun. Pump Shotgun. Was haben wir da? Blueberries? Ach man, ich muss mich an das Inventar noch gewöhnen. Ach so, mit der Shotgun zerschießt du quasi auch deine Wohnung und ja, ich habe keine Munition mehr. Oh Gott. Wir können uns durchsterben. Ja, wir können uns durch die Nacht sterben. Das hat... Eben hat es irgendwie... Lass mal aufs Dach gehen, oder? Aufs Dach kommen die auch. Ey, das ist eher übel. Wir müssen quasi nachts rennen, oder... Wie schaffen wir es, nachts zu überleben, ohne dass die Viecher hier alle angeschissen kommen? Wo ist die Tür? Die Tür ist kaputt. So, ich habe meine Shotgun wieder. Aber ich habe keine Patronen für die scheinbar. Warte, ich glaube. Ah, hier. Da, 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 da. Sehr gut. Die musst du auch mit ins Inventar ziehen, ne? Okay. Um nachladen zu können. Das hatte ich nämlich auch gerade so. So, what the fuck? Mies. Wie sind die denn? What the f. Ich habe sie dir rausgeschmissen. Hä? Rote Dinger, musst du gucken. Ach da, ich verstehe. Aber ich kann nicht nachladen. Okay. Doch, die R. musst du unten in die Leiste ziehen. Ja, yeah, und dann R. Genau. Genau. Okay. Oh mein Gott. Ja, das klingt schon wieder verheißungsvoll. Da, 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 hier, da. Ach, da versucht er reinzukommen, ja? Das ist ja schön. Gut, dass er nicht stirbt. Das ist übel. Ja, etwas. Haben wir noch Bomben? Ganz Freischuss. Geil! Oh, Knife! So ein Knife, ne? Aber ich hab, glaube ich, diesen angeschwitzten Knochen noch. Ne, den hat er scheinbar nicht gespeichert. Meine Frames gehen schon wieder in den Keller. Ich glaube, den hab ich runter. Ja, hier, da liegt er. Den habe ich gerade aufgenommen. Sorry. Meine Frames gehen schon wieder in den Keller. Ne? Das gibt's doch nicht. Warum? Ich hab keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen doof irgendwie gerade. Ja, irgendwie schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon wieder 100 GB weg sein sollen, aber... Quatsch. Irgendwie... Das ist alles ein bisschen kreazi. Boah! Zombie-Hund! Was? Was? Wo kam der, Wutte? Keine Ahnung. Der ist einfach durch so einen Fensterblock durchgejumpt. Oben durch so einen Lärmblock. Ja, hier wahrscheinlich, ne? Schön. Und da bricht der nächste gerade durch, oder? Nee. Oh Gott. Ja, du machst das schon. Oh ja. Der Stuhl, der ist bestimmt ganz sicher hier. Ja, vor allem die Zombies gehen da dran vorbei. Nö, tun sie nicht. Seltsamerweise geht der Stuhl nicht kaputt. Ja, dann wissen wir ja, wie wir uns verteidigen müssen, ne? Ja. Wir bauen Spiele auf. Ja, genau. Super Plan auf jeden Fall. Ach so, dafür kommen sie daneben rein, oder? Ja. Also, wir halten uns gut, würde ich sagen. Ja. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Nein, ich kann den Stuhl da nicht mehr setzen.
Hä? Okay, das macht Sinn. Alter. Ach ja. Aua. Ich will den das Messer suchen. Ist gut. Snoopwalker. Ein Flitzer, wa? Ja. Wir könnten ja mal aufs Dach gehen, aber da draußen sind noch mehr Zombies. Weil da ist eine Leiter, die führt aufs Dach. Ja, aber da kommen auch die Zombies hin. Ja, die können wahrscheinlich auch Leitern hochgehen, ne? Ach so, nö, ich hab kein Sturmgewehr. Nee. Ach Quatsch, halt schön die M16 in der Hand so. Nö, ist kein Sturmgewehr. Ist nur eine M16, ne? Nee. Hier. Ach. Ach. Übrigens, die Waffen haben auch scheinbar Haltbarkeit. Ja, haben sie. Okay, hier unten ist clear. Übel. Hätten wir dieser Pussy-Mode, ne? Hier im Haus warten. Oh, es ist Nacht, Angst. Oh. Lauf raus! Ich mache hinter dir die Tür zu, kein Problem. Welche Tür? Ja, den Holzblock. Egal, ich stelle mal den Stuhl. Oh Mann. Oh, Stuhl kaputt. Oh. Was? Mann, wieder nur 10 Frames. Das kann doch nicht sein. Warum? Was ist da los? Ich glaube, für so einzelne Zombies brauchen wir keine Munition verschwenden. Also es ist gerade unspielbar. Wir machen nochmal eine Pause, würde ich sagen. Also wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das auf die Reihe kriegen. Genau. Ich sag mal, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ja. Nachdem ich an meiner Festplatte ein bisschen rumgespastet habe. Ja, soll heißen, ich habe 300 GB an Driss gelöscht, ja, der einfach mal alles blockiert hat. Hab meine Festplatte dann nochmal defragmentiert und hoffe, dass das Ganze jetzt ein wenig flüssiger läuft bei der Aufnahme. Ich hoffe auch. Und ja, dann würde ich sagen, wollen wir mal. Machen wir mal weiter. Schauen wir mal. Wow, what the fuck? Du hast es ja drupp. Fuck? Ich bin draußen, das ist nicht so schlimm. Instant gestorben. Nach draußen gehen und expandieren, for the win, du stirbst. Hihihi. Aber die Zombies sind doch super langsam. Wir haben 16.15 Uhr. Es wird gleich sowieso wieder Nacht. Ich sehe es schon kommen. Ah! Oh, zum Glück ist die KI hier ganz schön dämlich. Ja, etwas. Ja, die standen gerade so ungefähr einen Meter von mir entfernt. Gut. Und schon wieder. Das ruckelt auch schon wieder. Das ist doch krass. Bist du eigentlich? Im Haus draußen? Und verteidigen. Gut. Ich loote da mal für dich. Na. Ach so. Oh, ich hab eine Karte. Party ist, glaube ich, von mir. Ja. Nee, die war hier aus dem Korps. Ah, okay. Aus dem Körper. Haben wir hier noch? Haben wir noch. Wieso geht ihr Shift-Klick nicht mehr? Ja. Ja. Oh ja, sehr gut. Shift-Click ist scheinbar nur in die Action-Bar ziehen oder auch nicht. Okay. Und nicht von Inventar zu Inventar transportieren. Alter, hör auf. Warum? Alter, weil ich fast tot bin. Das macht doch keinen Schaden, oder? Friendly Fire ist doch aus, oder nicht? Eigentlich ja. So viel dazu. Scheinbar nicht. What the fuck? Oh, das warte, ich muss deine... Nee, lass liegen. Ich will aber was looten. Nein. Ich will dir was abziehen. Das ist eh alles leer. Das ist voll das Sturmgewehr, Alter. Das ist alles leer. Stimmt, deine M16 und so. Geh doch mal das aus dem Weg. Das ist keine M16.
Sondern? Oh, ist doch nicht alles leer. Sniper. Ah, gut. Alter, also nicht auf mich schießen, danke. Alter, lass den Scheiß, ehrlich. Junge, du stirbst vor mir, wetten? Och, das würde ich nicht unbedingt sagen. So. Du musstest es ja jetzt unbedingt drauf anlegen, ne? Ja. Bevor ich auf meine Schrotfinte gewechselt hatte, um dir zu zeigen, dass es vielleicht nicht unbedingt so ist. Mann, Mann, Mann. So, ich such mal so ein bisschen Metall und so. Ja, stimmt, wir sollten mal wieder ein bisschen hier auf die Suche gehen, ne? Also ich mache mich auch mal auf den Weg. Also ich habe rausgefunden, dass wenn du Scrap Metal mittig links und rechts davon setzt, bekommst du einen Eisenbarren. Aha, das ist und gut. Ich glaube, für was? Ja. Ah ja, für die Eisentür und so, ne? Ach, guck mal, da erst oben ist ein Vogelnest. Und für guck Schaufeln, also wir brauchen Sticks. Ha. Wir brauchen, ja, Metall. Trick 17. Ich hab ja, wie gesagt, Sticks, Metall und dann? Ha? Und für die Metalltür oder was? Ja, ja, 6 oder 8 Metall brauchst du dafür, für eine schwere Metalltür. Okay. Ich mag und Tag. Vielleicht sollten wir auch einfach mal schlau sein und unser Haus mal ein bisschen zombie-sicher machen, bevor die nächste Nacht anbricht. Was gleich ist, deswegen versuche ich ja genug Metall zu sammeln, damit, ja, was ich damit wir meinte, uns eine Spitzhacke bauen können, was jetzt zum Beispiel schon der Fall ist. War zum Beispiel ein Graben um unser Haus, weißt du? So, for the win. Ja. Also du kümmerst dich um Werkzeug und ich fange schon mal an, hier alles ein bisschen... So, ich habe eine Spitzhacke. Schon mal. Ja, es ist 19.19 Uhr. Ja. Oh Gott. Wir kriegen den Graben auf jeden Fall niemals rechtzeitig fertig. Nee. Scheiße, wie viel Scrap Metal hast du? Nicht genug wahrscheinlich. 6. 6, damit kannst du schon mal 2 Barren machen. Ja, Werkzeug nützt uns jetzt nichts, wenn wir dann mit Werkzeug im Haus stehen. So. Ja, aber du kannst ja dann schaufeln und so. Ja, bist du hier? Nein. Ja, ich rede aber... What the fuck, wieso dauert das gerade? Aha. Gib mir das. So, ich guck, dass ich hier irgendwie... Verdammt. Vielleicht im Haus grabe. Ja, nee, ich wollte hier einen Graben um das Haus machen. Hier hast du dein Metal und so. Kannst du hier Dingensen. Wo? Wie kann ich denn das... Ah. Ah, okay. Müsste hier irgendwie liegen. Ja, ich hab's. Schaufel wäre gut, weil dann könnten wir ja wirklich mal einen Graben ziehen. Aber es bringt uns... wir müssen den 2 tief machen, ne? Ja. Es ist 20 Uhr. Hornet? Oh Gott. Died. Wer ist Hornet? Keine Ahnung. Fuck. Von Nissa. Den sollte ich vielleicht erstmal... Ah, die Grüne. Ja. Hunting Knife. Gib mir die Schaufel. Oder mach halt einen Graben. Oder keine Ahnung. Bau mir auch eine. Ich kann dir eine Hoe bauen. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Wir brauchen... Oh. Für Ehre, ich glaub, wir gehen besser rein. Oder was? Junge, wir gehen besser rein. Ist schon 8 Uhr, komm. Na, aber noch ist hier nichts. Wenn mich was anrennt, dann gehe ich rein. Ja, hast ja echt geholfen, wa? Ja, ich weiß. Oh Gott, ist das langweilig. Ich gehe rein. Ja. Da drin ist bestimmt viel spannender. Ja. Könnte ja auch ein bisschen rumrennen, weil ich glaube, das mit den Häusern ist irgendwie eine schlechte Idee. So. Ja, weil die werden halt angezogen, aber trotzdem, so für erstmal zu überleben, ist es nicht schlecht. Oh, keine Ahnung, draußen rumrennen hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch nachts, ne? Ja, wenn nicht irgendwo stehen geblieben ist, dann würde ich sagen, wir graben uns ein bisschen runter oder so. Ja. Bau doch mal eine Spitzhacke. Ja, aber bringt ja nichts mehr heute. Oh, Aua. Sorry. Bringt das eigentlich was, wenn wir beide auf den gleichen Block hauen? Ja. Ich glaube auch, ne? Weil die bleiben auch so kaputt, wie sie sind. Aber schön, dass Friendly Fire an ist.
Ja, sorry, das sollte eigentlich nicht sein. Ich weiß auch nicht, warum das auf einmal so ist. Gut. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Die Geräusche mag ich nicht. Nein. Irgendwie auch nicht. Die brechen gerade durch irgendein Fenster oder so. Naja, schon mal sehen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Warum ist das eigentlich so? Warum können wir uns hier drin sehen? Das ist doch scheiße für uns. So, jetzt ist erstmal ein bisschen zu. Ja, ein bisschen, ne? Alter. Ich meine, wir haben Waffen, so ist es ja nicht. Oh, das ist vielleicht eine schlechte Idee, merke ich gerade. Ja, weil wir dann hier aus diesem Raum auf jeden Fall nicht mehr rauskommen. Ja. Aber vielleicht sind die Zombies so blöd und laufen einfach davor. Ah. Bottled Water. Geil. Das hat noch keiner von uns gesehen, dass hier im Kühlschrank schon Bottled Water ist, ne? Oh, gut. Oh Mann. Aber ich stell das mal wieder in den Kühlschrank. Das macht ja nicht Sinn, ne? Kannst du eine Torte machen? Mal Chili da rein und so. Eine Torte? Ja. Ne, doch. Ja, aber wie? Torch? Ist die Frage. Ja, ich weiß nicht. Kann ich damit? Jo. Wir müssen dann nur noch anzünden. Mit dem Leinen oder so. Ah, geil. Macht ja auch Sinn eigentlich. Ah, wie kriegt man die jetzt angezündet? Ah, die brennen. Alter, Sven? Ja, mich hat hier schon was angegriffen. Ja, komm runter. Ja, nee, ich hab ja eine Shotgun. Vielleicht haben die ja noch ein bisschen Loot für mich. Oh, Cloth. Und irgendwas anderes. Also ich bin Untertage. Aha. Oh. Das war die Fackel. Was meinst du, was bringt eine Fackel? Das sieht Licht? So, dass keine Zombies spawnen. Ah. Ist ja auch quasi so, dass die bei Tag nicht spawnen und so, ne? Ja, ja dann, aber... ja, Grab. Die Spitzhacke bringt doch was, ne? Ja, klar. Ja. Auch wenn es nur Erde ist. Sagst du, ja, nee, wir brauchen unbedingt eine Schaufel. Ich baue keine Spitzhacke. Ja, Alter. Ja, vielleicht sollte ich keine Shotgun-Munition mehr verschwenden, sondern wir müssen mit dem Stick bearbeiten. Ja. Ja, komm runter. Alter, ist der schnell. Ja, nee, passiert nichts, aber der kam mir um die Ecke gerusht. Ja? Okay. Wieso? Lass mich das searchen. Hä? Was? Ich bin doch vom Server geflogen, warum auch immer. Und ich bin draußen gespawnt. Nicht gut. Oh. Ich glaube, ich habe einen Teil von meinem Inventar verloren. Ja, wenn du halt stirbst, ne? Nee, ich bin nicht gestorben, ich bin vom Server geflogen. Ja, vielleicht in der Zeit haben die dich getötet, aber ich habe auch keine Meldung. Nee, ich habe nicht alles verloren. Ich habe 3 Slots aus meinem Inventar verloren. Okay. Da war eine Knarre. Noch irgendwas. Schlecht. Ich habe eigentlich genau die Sachen verloren, die ich heute oder jetzt in der Session aufgenommen habe. Okay. Alles andere habe ich noch. Und zwar auch genauso, wie es vorher lag. Im angespitzten Stick und so. Ah. Dann ist ja der Refrigerator. Ja, der ist so, wie ich ihn hinterlassen habe. Ah. Naja.
Ist ja nicht so schlimm. Genau. Ach, die Zombies sind im Haus. Im Haus? Ja. Von unten. Ah! Ah! Was nicht denn? Lustig. Wo, what the fuck, wo bist du? Ich bin tot. Im Keller? Ja, die kommen wahrscheinlich gleich. Also, sie kommen nicht nach oben. Könnte okay. man sagen. Hier stehen ungefähr 30 Zombies am Eingang vom Keller. Oh, okay. Ich wollte nämlich in den Keller flüchten und wurde herzlichst empfangen, könnte man Gut. sagen. Das Miese ist, ich muss jetzt selber erstmal wieder ins Haus einbrechen. Um irgendwie. Aber ich komme an meine Klamotten eh nicht dran, ja, weil da 300.000 Zombies stehen. So. Gut. Definitiv. So gut. Ja. Unfassbar gut. Habe ich nicht da irgendwas, womit ich die verprügeln kann? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe hier noch einen Femur. Was auch immer ein Femur ist. Oh. Keine Ahnung. Gott. Ach, jetzt. Nee, ach, ja, schön. Lass mich raus. Lass mich raus. Ich sterbe. Was denn? Ich sterbe. Ja, weil? Ja, weil mich hier alles angreift. Oh, okay. Die greifen. Was? Die bringen sich hier gegenseitig um? Lass mich runter! Ach, du hast hier zugebaut! Ja, dann sag das doch, dass ich hier gar nicht runterflüchten kann. Sorry. Könnt ich ausrasten! Ja, ist doch scheiße. Jetzt hänge ich hier oben und werde einfach immer wieder getötet. Ich geh jetzt hier auf Erkundung. So. Egal, was du machst und ob die Sachen verschwinden, nachdem sie gedroppt sind von mir. Du hast dich ja dazu entschlossen, mich auszusperren. Obwohl wir eigentlich Koop spielen. Ja. Ja, ich meine, das macht ja Sinn. Oh Gott. Ja, tun wir doch. Ja, ja. Quasi PvP Koop. Quatsch. Ja, ja. Da ist wieder vergiftetes Land, oder was? Oh Gott. Auf jeden Fall eine Wüste. Warum verfolgen die mich so lange? Das ist doch fucking. Wow. So, da haben sie aufgehört, mich zu verfolgen. Was haben wir denn hier? Stein. So, ich brauche erstmal einen Stick. Oh. Also es sind auch richtig Biome, ne? So wie ja, bei genau. Minecraft, ne? Also du hast hier echt wie so eine Art Grenze zwischen den Biomen. Hier ist irgendwie verbrannter Wald oder sowas. Und direkt daneben haben wir eine ein Wüstenbiom. Hoffentlich stirbst du. Aber hier gibt's auch nichts eigentlich in der Wüste. Aber die Berge sehen cool aus. Hat was. Hä? Naja, ich gehe mal wieder Richtung Straße. Bevor ich du kannst mich hier auch Richtung hier hinkommen. Wofür? Damit ich wieder sterbe, oder was? Nein. Nee. Ich spiele jetzt ohne... Oh Gott! What the fuck? Was denn? Ein Zombie auf allen Vieren. Was? Ja. Der sieht auf... Krass! Krass! Ach, jetzt ist er aufgestanden. Alter, der wäre ja, auf genau, allen Vieren. Die können auch, glaube ich... Boah, da kommt er wieder. Ja, ich bin gleich... Ich habe keine Ausdauer gleich mehr und ich denke... Haus ist sauber. Ich werde sterben. Ich bin noch in der Wüste. Ich bin wieder rausgerannt. Oh Gott, verpiss dich. Haus ist wirklich clean. Also du kannst, wenn du willst. Ja, das ist schön. Ich werde wahrscheinlich vorher sterben. Und zwar elendig. Obwohl, ist nur einer jetzt gerade, ne? Den muss ich gerade fisten, weil sonst bin ich halt wirklich tot. Wo bist du denn? Ich komme dir entgegen. Bin in der Wüste. Also, wenn du von ja, Haus aus nach links läufst. Ja, ich kann dich auf der Map sehen. Ah, gut. Da bist du.
Oh Gott, da kommt der nächste. Ich muss weg. Ich kann nicht mehr laufen. Das Kämpfen verbraucht natürlich auch Ausdauer. Ja, und dann laufe ich in den Kaktus. Schön. Ach, da kommt der nächste. Jetzt habe ich 3 Zombies auf mir. Wo bist du? Ich denke, du kannst mich sehen, Alter. Ja, kann ich ja auch. Ja, schön. Hat's ja gebracht, dass du mich sehen konntest. Mann, Mann, Mann. Oh, ich kann dich sehen, aber stirb halt. Nein. Ja, ja. Habe ich gemerkt. Nee, Quatsch. Quasi gar nicht. Danke für deine Hilfe. Hast du die Waffen und so hier alles aufgehoben, oder? Ich habe gar nichts aufgehoben, meine ich. Ja, dann ist alles despawned. Wunderbar. Das waren 2 Schrotflinten, eine Knarre, angeschwitzte Stöcke. Also eine Schrotflinte habe ich aufgehoben. Nice. Ja, da lag so einiges. Da baut er hier den übelsten Tunnel und verpisst sich einfach hier unten, ne? Ja, es gibt also quasi keine Sicherheit, ne? Nee. Egal, ob du das jetzt, ob du alles ausleuchtest oder nicht, Zombies kommen trotzdem. Richtig. Schön. Das freut mich. Also ich bringe vielleicht sollten wir jetzt Munition mal mit. Sollten wir wirklich jetzt langsam mal unser Haus sichern. Wobei ich würde sagen, die Folge ist ja quasi vorbei, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja, wir haben schon wieder einen Tag rum. Wir haben mittlerweile Tag 4. Ja. Wir sind bei Folge 2 noch. Naja. Wollten eigentlich einen Tag eine Folge machen, aber hat ja gut geklappt. Da liegt. Ist die Folge länger. Ja, gut, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, während hier noch eine Krankenschwester auf mich zuläuft. Badet gut und so. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.